wenn eine Kraft einen Körper längs eines Weges bewegt, so sagt man in der Physik, diese Kraft habe eine Arbeit verrichtet. Also wirkt eine Kraft F längs eines Weges mit Länge d auf einen Körper, so hat diese Kraft eine Arbeit W verrichtet, die durch Kraft F mal Weg d berechnet wird. Es geht also, eine Arbeit W ist gleich zu Kraft mal W. Eine Arbeit wird in Joule ausgedrückt, die Einheit einer Arbeit, das ist Joule, und je nach dieser Formel ist ein Joule ein Newton mal ein Meter. Man nennt diese Einheit Joule zu Ehren des englischen Physikers James Prescott Joule. Hebt eine Kraft einen Körper bis zu einer Höhe an, so ist die verrichtete Arbeit als potenzielle Lageenergie in diesem Körper gespeichert. Sieht man vom Luftwiderstand ab und hebt eine Kraft F einen Körper mit Masse M bis zu einer Höhe H, so ist die verrichtete Arbeit, diese Hubarbeit W, als potenzielle Lageenergie E Index B in diesem Körper gespeichert. Es gilt, Arbeit gleich Kraft mal Weg und die Länge des Weges ist hier diese Höhe H. Die Stärke der anzuwendenden Kraft F entspricht natürlich der Stärke von dieser Gewichtskraft vom Körper mit Masse M. Also gilt Groß F gleich Groß G und wir wissen, dass Groß G gleich M mal Klein G ist. Aus diesen zwei Gleichheiten schließen wir also, dass die verrichtete Hubarbeit berechnet werden kann durch M mal Klein G mal H. Und somit wissen wir auch, dass die Lageenergie, die in diesem Körper gespeichert ist, gleich mgh ist. Darauf schließen wir also, wenn eine Masse sich in einer gewissen Höhe h befindet, so enthält sie automatisch eine potenzielle Lageenergie, die berechnet wird durch m mal g mal h. Allgemein gilt, eine Energie E ist die Fähigkeit, eine Arbeit zu verrichten. Und demzufolge ist die Einheit einer Energie ebenfalls Joule, das heißt Newton mal Meter.